Ich begrüße euch zu Astro TV. Hallo meine Lieben, ich bin extrem aufgeregt, also extrem aufgeregt. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber jedes Mal, wenn ich irgendwas veröffentliche, was wirklich rausgeht in die Wohnungen von anderen Menschen, dann entsteht ein Druck in mir, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich glaube, ich wollte vor 4 Stunden anfangen zu drehen und ich habe wirklich sehr viele verschiedene Dinge herausgefunden, die man tun kann, wenn man nicht anfangen möchte zu drehen. Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich kann erst anfangen, wenn die Sonne untergegangen ist, weil dann ist es dunkel genug, damit es mystisch aussieht. Es ist ja nicht so, dass ich Gardinen oder Rollläden hätte. Ich präsentiere euch heute meine neue Schmuckkollektion. Ihr wisst es, ich liebe es, Dingen Bedeutung zu geben. Das ist in diesem Fall nicht so. Sondern meine Kollektion ist angelehnt an ein Konzept und auch ein bedeutungsvolles Konzept, das es schon ewig gibt. Und zwar an das Tarotkartenspiel. Tarotkarten ist ein Kartenlegeset. Ich würde es jetzt nicht Kartenspiel nennen, sondern ein Kartenlegeset, mit dem entweder die Zukunft vorausgesagt werden kann oder auf psychologischer Ebene therapiert werden kann. Das Tarotkartenset ist unterteilt in die große Arkana und die kleine Arkana und die Karten, mit denen wir uns heute beschäftigen werden in diesem Video und auch in meiner Kollektion, sind alle aus der großen Arkana, aus denen ich mir 6 Favoriten rausgesucht habe. Aber bevor ich euch jetzt weiter mit dem Tarotkartenset volllabere, da könnt ihr euch auch gerne ein bisschen einlesen, falls euch dieses Thema interessiert. Ansonsten werde ich euch jetzt die einzelnen Stücke zeigen und die dazugehörige offizielle Bedeutung der Karte im Tarot. Die erste Karte meiner Kollektion ist der Magier. Der Magier steht für Willenskraft, Inspiration und überlegtes Handeln. Er fordert dazu auf, deine Gedanken in die Tat umzusetzen und er zeigt dir Möglichkeiten, deine Ideen zu verwirklichen und deine Ziele zu erreichen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass der Magier für die Entfaltung deiner Potenziale und die Kunst einer glücklichen Lebensgestaltung steht. Die zweite Karte meiner Kollektion ist die Hohepriesterin und man könnte sagen, dass sie der weibliche Gegenpart des Magiers ist. Sie ist das Symbol für die weibliche und innere Intelligenz des Unterbewusstseins und steht für Intuition und innere Weisheit. Hier geht es, wie auch beim Magier, darum, Entscheidungen zu treffen, aber auch die Gefühle der anderen einzuschätzen. Zusammenfassend könnte man also sagen, dass auch die Hohepriesterin für eine glückliche und starke Lebensgestaltung steht, aber eben auch für Mitgefühl, Weisheit, Empathie und Vertrauen. Die nächste Karte ist der Turm. Der Turm ist ein mystisches und dunkles Zeichen und ist eine Karte mit einer sehr hohen energetischen Kraft. Sie steht für alles, was unecht und unbestimmt ist in deinem Leben und symbolisiert die Erkenntnis, dass du in alten Gewohnheiten festhängst und dich deshalb desillusioniert fühlst. Ziehst du den Turm, will er dich also an festgefahrene Ansichten erinnern. Er sagt aus, dass alles, was stagniert, irgendwann zusammenbricht. Der Turm steht also auf der einen Seite zusammenfassend für Zerstörung, Erschütterung, aber auf der anderen Seite auch für Durchbruch und Befreiung, die du danach erlangst. Die nächste Karte der Kollektion ist der Stern. Und man nennt die Sternkarte auch die Glückskarte. Denn man sagt, sie spendet Zufriedenheit und Zuversicht und bringt den Zieher in Kontakt mit seinen Träumen, Zielen und Wünschen. Man sagt, wer den Stern zieht, dem wird alles gut gelingen und er wird Erfolg haben in dem, was er sich vornimmt. Zusammenfassend könnte man also sagen, dass der Stern für Glücksempfinden, geistige Gesundheit, Fröhlichkeit und Hoffnung steht. Die nächste Karte ist der Mond. Der Mond steht für das Träumerische, für Sehnsüchte, Wünsche, aber auch für Täuschungen. Der Mond ruft dazu auf, das Unterbewusste ans Tageslicht zu holen. Träume, die wir verdrängen, aber auch Ängste, die wir erkennen müssen und denen wir uns stellen sollen.
Ziehst du die Karte des Monds, will er dich daran erinnern, dass du dich nicht gegen das Unterbewusstsein wehren sollst, da du sonst in Illusionen und Ängsten untergehen könntest, sondern du die Augen aufmachen sollst, um deine Ängste zu heilen und deine Ziele und Wünsche und Träume zu verfolgen. Die letzte Karte ist die Herrscherin. Die Herrscherin ist eine sehr ganzheitliche Karte. Sie steht für die Liebe, für Reife, Wachstum, Schönheit, Sinnlichkeit, Liebe und Lebensgenuss. Und sie fordert auch dazu auf, Verantwortung zu übernehmen. Die Karte ist eine sehr mütterliche und starke Karte. Denn die Herrscherin ist eine Frau, die alles in ihrem Leben im Griff hat. Ihre Emotionen, ihre Mitmenschen, aber auch ihre Pläne und Ziele. Solltest du diese Karte im Positiven ziehen, ist es ein Ausdruck dafür, dass du alles im Griff hast. Solltest du diese Karte im Negativen ziehen, kann es sein, dass du gewisse Aspekte deines Lebens überdenken und überarbeiten solltest, um wieder zu 100% die Herrscherin über dein eigenes Leben zu werden. So, ist mein Hals ganz kratzig. Ich habe ja schon lange nicht mehr was vorgelesen und dann das auch noch so oft. Ihr habt keine Ahnung, wie oft ich das gerade vorgelesen habe. Das sind die 6 Karten, die es in meiner neuen Kollektion gibt. Ich erzähle euch jetzt noch ein paar Fakten zum Schmuck, weil immer sehr, sehr viele Fragen dazu aufkommen. Und ich dachte, ich spreche das hier einfach mal an, so ganzheitlich. Zuallererst, es gibt diese Ketten, genauso wie alle anderen Ketten, wieder in S und M in der Länge. Also in 45 cm und in 60 cm Länge. Ihr könnt aber auch die Anhänger einfach einzeln kaufen, weil ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viele Menschen zu Hause eine Silber- oder eine Goldkette haben. Schaut ein bisschen darauf, dass der, wie soll ich das sagen, nicht der Teil, wo der Verschluss ist, sondern der andere Teil, wo man den Verschluss dran befestigt, dass der nicht zu dick ist bei euren Ketten. Ich habe nämlich schon bei einigen Schmuckstücken mitbekommen, dass sie das nicht durch die kleine Öse von, weil meine Anhänger sind immer sehr, sehr zierlich, dass sie das da nicht durchbekommen haben. Also schaut, dass es nicht zu dick ist. Aber vielleicht habt ihr auch schon eine Kette von mir zu Hause und die gehen da auf jeden Fall alle mal durch. Ja, so viel dazu. Also man kann es mit Kette bekommen und auch ohne Kette wird dann natürlich deutlich günstiger. Wie gehabt, gibt es die Stücke wieder in Silber, Roségold und Gold. Der einzige Unterschied zu allen Sachen, die ich vorher gemacht habe, ist, dass die Stücke jetzt alle in 24 Karat Gold vergoldet sind. Ja, die Stücke, die ich bisher produziert habe, sind alle, die haben quasi 2 Vergoldungsschichten drüber. Einmal in 24 Karat und einmal in 18 Karat außen drum. Das ist so ein sehr helles, buttriges Gold. Vielleicht habt ihr das schon, ist euch das schon öfter aufgefallen, dass es sehr viele Goldstücke aktuell auf dem Markt gibt, die, wo man manchmal erst gar nicht weiß, ist es Silber oder Gold. Und das ist so eine kleine Trendsache. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das für mich selber nicht so gern mag. Ich mag sehr gerne kräftiges Gold. Ein Gold, das ein ganz bisschen mehr so einen Gelbton drin hat und wirklich als Gold erkennbar ist. Und deswegen gibt es ab jetzt all meine Stücke, egal aus welcher Kollektion, auch und auch in dieser, in 24 karätigem Gold. Das bedeutet, dass die Vergoldungen beide Schichten 24 Karat haben. Wenn ihr ein älteres Stück aus meiner Kollektion habt und Sorgen habt, dass das nicht zusammenpassen könnte, wie gesagt, es ist vergoldet. Wir wissen alle, auch Goldschichten werden immer dünner, wenn es den Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Also deswegen werden alle Stücke, die ihr vorher von mir habt, sowieso ein Tucken dunkler und passen dann irgendwann zu den neuen Stücken. Der Unterschied ist nicht so groß, aber ich wollte es einfach mal ansprechen, weil es mir einfach das wichtig ist, das anzusprechen, weil ich das sehr schön finde und mich mit diesem dunklen Gold sehr gut identifizieren kann und weil es auch wesentlich resistenter ist, lebenslänger. Was ich sehr, sehr doll an den Ketten mag, ist, dass sie getragen aussehen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Also die Ketten haben kleine Macken. Solltet ihr also ein Stück bestellen und sie kommt an und ihr denkt, oh nein, das ist ja ein Produktionsfehler, weil die hat ja Macken, nennt es soll so. Ich mag das immer, wenn Stücke schon so ein paar Macken haben. Und man könnte also quasi sagen, meine Ketten sind die Jeans mit Löchern, die man im Geschäft kauft. Aber mit den absichtlichen Löchern. Die Stücke werden auf Anfrage produziert. Das möchte ich noch einmal ansprechen, weil das ein ganz großes Ding bei meinen letzten Kollektionen war, dass die Leute totale Panik hatten, weil nach 1,5-2 Wochen die Sachen noch nicht da waren. Bedeutet, die Sachen sind nicht vorproduziert auf Masse. Ihr bestellt es und dann wird es für euch produziert. Und dieser Prozess kann schon mal 2-3 Wochen dauern. Über Weihnachten hatten wir leider kleine Verzögerungen, das war ein bisschen blöd gewesen, aber da gab es auf jeden Fall keine Sorge, alles kommt an. Ja, die Stücke werden in Deutschland produziert und das Material, also Silber und Gold und so weiter, ist aus konfliktfreien Zonen. In dem gesamten Produktionsprozess von Anfang bis Ende
hat keine Ausbeutung und kein Leid stattgefunden. Ja, und die werden übrigens in Pforzheim produziert, wo ich diesen Monat hinfahre, wo ich mich sehr doll drauf freue. Und da mache ich mal ein paar Aufnahmen für euch und zeige euch, dass wie das Ganze produziert wird. Ein ganz fettes Danke muss ich einfach rausgeben an Steelnest und vor allen Dingen an Lucy. Lucy arbeitet quasi mit mir zusammen an diesen ganzen Dingen, die wir realisieren, und wie sehr sie sich für diese Kollektion aus dem Fenster gelehnt hat. Wenn ihr vielleicht veröffentliche ich das irgendwann, wie der erste Entwurf von diesen Karten aussah. Das ist einfach so ein meilenweiter Unterschied zu dem, wie es jetzt aussieht. Steelnest hat quasi für mich komplett neue Produktionsschritte eröffnet. Also diese Anhänger gehen durch viele verschiedene Produktionsschritte. Also zuallererst werden sie gegossen, dann werden sie graviert, dann kommt die Farbe rein, also die schwarzen Linien, die Gravierung verstärken und sichtbar machen, und dann wird das Ganze, also dann kommt das Plating, wie heißt das, die Vergoldung kommt drauf bei den für die Leute, die halt das in Gold und Roségold haben wollen, und dann wird es nochmal perfektioniert und handgeschliffen, also alle Einzelheiten von einem Goldschmied. Das sind sehr viele verschiedene Produktionsschritte und ich habe da eine große Challenge gestellt, aber es hat sich allemal gelohnt und wir sind alle so glücklich damit und ich freue mich sehr, sehr doll darauf, euch das heute zeigen zu können. Ja, Leute, das ist meine neue Schmuckkollektion. Ich setze euch den Link dazu unten in die Infobox, wenn ihr es euch nochmal anschauen wollt im Shop. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht interessieren euch die Stücke, vielleicht war es aber auch einfach nur eine kleine Unterhaltung oder ihr habt ein bisschen was zum Tarot gelernt oder ihr sagt, hey, nein, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich lerne jetzt Tarot, so wie ich, mit meinem Tarot-Kartenspiel für Anfänger. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Lumos Nox.